Hallo Freunde, Pumping Erchan hier mit der Pumping Sophia Thiel. Genau, wir trainieren heute Schulter. Allerdings habe ich mich vor 3 Wochen ein bisschen verletzt. Bisschen heißt, es hat richtig gekracht. Musste ich geduldig jetzt mich wieder herankämpfen. Ich kann noch nicht alles machen, aber ich habe versucht, nicht so rauszukommen aus dem Trainingspensum, dass man immer wieder sich reinquälen muss. Du hast ja mitgekriegt, Sophia, wie geduldig ich mit 1 Kilo, 2 Kilo Hantel gearbeitet habe. So arm sah das aus. Das hat dann immer geschaut, ja nicht verletzen, ja nicht schlimmer machen, aber ein bisschen Bewegung war schon drin und jetzt bist du eigentlich schon wieder voll gut mit dabei. Genau, das war sogar beim Beinpresse festhalten schmerzhaft, also Beinstrecker, zeitlang ging gar nichts. Aber ich habe das beim Fußball gelernt, wenn wir uns verletzt haben, war schlimmste Phase, bis wir wieder fit waren, um Fußballplatz zurückzukehren. Auch hier, nach Jahren lernt man damit umzugehen. Also wenn ihr euch mal verletzt habt, bitte Schmerz nicht ignorieren, darauf achten, aber auch nicht alles aufgeben. Also das heißt, man darf hinfallen, man muss nur wissen, wie man wieder aufsteht. Geduldig sich herantasten. Auch heute werdet ihr sehen, wie ich mit dieser Verletzung umgehe, obwohl ich die Gewichte nicht bewegen werde, was die Sophia sogar bewegt. Oder sie bewegt mehr wie ich. Erst einmal. Das allererste Mal, ja. Okay, meine Frage, Sophia, hast du dich mal auch verletzt, wo du... Ehrlich gesagt, habe ich mich nie verletzt. Also der einzige Schmerz, der mich aufgehalten hat vom Training, war ehrlich gesagt der Muskelkater. Also man sagt so, es tut sehr weh, da kann man nicht reintrainieren, aber noch nie wirklich ernsthaft verletzt. Ich muss zugeben, mit unserem Trainingssystem kann man sich eigentlich auch nicht böse verletzen. Also ich habe mich nicht im Training, sondern im Privatleben verletzt. Deswegen sollte ein Bodybuilder oder diese Fitness-Lifestyle liebende Menschen im privaten Leben aufpassen, nicht im Studio eigentlich. Im Studio ist man darauf vorbereitet, aber im privaten Leben vergisst man, dass man das oder das schützen soll. Es wurde ein lange Intro jetzt, aber wir wollten ein bisschen Information geben. Sophia hat sich schon aufgewärmt, ich wärme mich mal auch auf. Facepull heute, ja. Du entscheidest welche Übungen, weil ich nicht komplett mitgehen kann. Deswegen, oder? Okay, dann entscheide ich mal. Ich finde es immer sehr angenehm, am Anfang die hintere Schulter zuerst aufwärmt. Und er schon macht so weit mit, bis er die Verletzung zulässt. Und die Übungsabfolge sieht man jetzt gleich. Es ist die erste Woche, wo ich komplett mit der Sophia durchgehe. Auch wenn ich nicht die Gewichte bewegen kann, was sie bewegt, ist mir egal. Also man muss für sich trainieren, nicht gegen sich. Diesen Satz haben wir immer wieder angewendet. Das ist aber auch Tatsache. Und vielleicht ein Tipp von mir, bitte kein Armdrücken machen, nicht ein schwerer Gegenstand auf Anhieb hochheben wollen, weil die Muskeln erstmal aufgewärmt werden müssen. Ich vergleiche das immer wieder. Ein Ferrari ist anfälliger wie 200er Dieselauto. Den kann man jederzeit treten, wie man will, aber Ferrari muss erstmal Motor warm werden, damit wir ihn hochtourig fahren können. Gut, Sophia macht als erstes gleich schwerer. Sie will mir zeigen, wie stark sie ist. Für die Mädels, die diese Übung machen, auch für die Jungs, wenn man hinkniet, spürt man viel besser und man hat kein Problem, dass das Gewicht einen zu sich zieht. Also man kann Gewicht viel besser zu sich ziehen, wenn man mit einem Fuß sich abstützt. Jetzt kannst du stoppen. In der Regel dauert, bis Kapselriss sich verheilt, 3 Monate. Und ich bin jetzt 3 Wochen und bin schon im Training. Das heißt, vielleicht auch nicht, wenn ein Arzt sagt, 3 Monate Pause, komplett Pause zu machen, weil man sein eigener Arzt sein muss oder werden muss, damit man auch nicht so viel Zeit verstreicht. Ich meine, ein Arzt kann viel behaupten, wenn ich trainieren kann, kann ich trainieren. Und ich habe versucht, jetzt kann ich mittlerweile ein bisschen trainieren. Okay, mein letzter Satz, da machen wir 4 Sätze. 8 bis 12 Wiederholungen. Und ich denke, Sophia wird so 5 Übungen aussuchen für Schulter. Sie liebt Schultertraining. Und ich ziehe durch. Ja. Thank you.
drücken. Kurzhantel? Ja. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay, geh mal vor. In diesen Übungen habe ich den Rest gegeben. Ich war zwar privat verletzt, aber hier ist dann richtig ausgebrochen. Und das ist genau hier umsetzen passiert. Sophia hat hinten mitgehört, wie das so gekracht hat. Immer leicht anfangen. Letztens habe ich 3 Kilo in der Hand gehabt, jetzt habe ich schon 6. Also, es wird besser. Auch phänomenal, was man durch so eine Verletzung lernt. Man erhöht Intensität mit viel weniger Gewichten und merkt, dass manchmal das Gewicht wirklich zweitrangig ist. Natürlich sind die richtig schwere Gewichte bewegen zu können, aber nicht Hauptteil ist das Gewicht. Hauptteil ist Muskelgespür. Sophia nimmt gleich mehr als zweifache, 15 Kilo. Jawohl. Machen Sie auch einen Sitz, oder? Ja. Super. Jawohl. Okay. Okay. Oh. Das war so krass. Ich habe hinter ihm und dann plötzlich mal knack. Und ich dachte, das ist sein Bein, vielleicht der Oberschenkel oder so, was er hinsetzen geknackt hat. Und dann hätte ich die Hand fallen lassen auf den Schoß. Ich habe sie mal abgenommen und dann konnte ich den Arm gar nicht mehr heben. Das war richtig krass. Genau, ja. Also ich habe viel Schlimmeres erwartet. Sophie, ich habe gedacht, ich habe meinen Bizeps abgerissen, aber es war Schulter. So, das dritte Übung machen wir jetzt die hintere Schulter am Kabelturm. Die habe ich mir gewünscht, bevor wir dann im Seitheben einsteigen. Und ich glaube, die ist auch sehr herausfordernd jetzt für den Erdschwan, aber ich merke die wirklich grandios. Vor allem finde ich, das hintere Schultertreffen manchmal eine hohe Kunst ist. Aber ich finde bei dieser Übung hier, wenn man Oberkörper auch ruhig lässt, du hast mir letztens einen Tipp gegeben, man kann entweder nach hinten ziehen, Oberkörper auch leicht nach hinten neigen oder gerade stehen und weiter nach unten ziehen. Und solange die Schulterplatten relativ ruhig bleiben und die Arme arbeiten, ist es alles top. Genau. Jetzt schauen wir Sophia zu, haben wir wieder schwerer gemacht. Sonst machen wir meistens leichter, wenn sie dran ist. Jetzt machen wir schwerer. Aber ich will nicht ihre Leistungen minimieren. Sophia ist sehr, sehr stark. Es ist in der Tat, wenn ihr zu zweit trainiert, könnt ihr mal dahin lang, damit sie auch das fühlen kann, wo sie das spüren muss. Ganz wichtig ist es, so wie sie vorne hat, die Armstellung, hat sie auch unten. Also man arbeitet hier nicht mit Ellbogen. Arm bleibt fixiert. Man bewegt aus dem Schulter, nicht aus dem Ellbogen. Genau. Man sieht hier auch sogar über dem T-Shirt, wie sie ihre hintere Schulter trifft. Wow. Hi. Hi. Auch hier alles leicht anfangen. Ich habe jetzt gerade 5 Kilo. Ich weiß, dass es lächerlich ist, aber. Wir trainieren hier nicht fürs Ego. Man muss hier mit Köpfchen trainieren. Auch 5 Kilo? Nee. So viel? Ja. Okay, 2,5 Kilo. Und so machen wir jetzt hier Seitheben am Kabelzug. Das ist nochmal permanente Spannung, nochmal plus obendrauf. Haben wir einfach jetzt entschieden, weil wir letztes Mal freies Seitheben gemacht haben. Sehr schön. Und. Ja, sozusagen diese Kombination, die ihr heute seht, das sind so meine Lieblingsübungen hier im Eichlers Body Gym für Schultern. Und dafür machen wir uns auch nochmal 4 Sätze und 8 bis 12 Wiederholungen. Genau, seitlich fällt mir noch ein bisschen schwer, weil diese Bewegungen irgendwie, Hebebewegungen fallen mir jetzt schwerer wie Drückübungen. Sophia macht gleich 7,5 Kilo. Thank you.
kommt Sophia. Okay, ist so leicht. So leicht? Ich finde echt super, weil bei Kurzhanteln haben wir schon oft entdeckt, wie ich da gerne schummel. Das heißt, ich fange irgendwann an, mit dem Oberkörper zu reißen. Hier unten lasse ich hier vorne sozusagen die Spannung aus dem Muskel. Und hier halten wir kurz, bevor wir sogar unsere Beine berühren würden, halten wir schon an und gehen nach oben. Und unten drehen wir diese Stange auch nochmal seitlich etwas ein, dass der kleine Finger sozusagen nach oben strebt. Und merkt man auch brutal. Je weniger schummeln, desto besser. Eschan ist schon eifrig dran und zwar machen wir jetzt hier als vierte Übung, lass mich nicht lügen, ich habe es gerade nicht gezählt, machen wir jetzt Frontheben, obwohl der Eschan vor allem Schmerzen in der vorderen Schulter hat, kann es doch mit leichtem Gewicht gut ausführen und genau, das machen wir jetzt als nächstes und danach sehen wir weiter, ob wir noch eine machen. Ansonsten haben wir heute noch Waden vor uns. Also wir kombinieren immer Bauch und Waden immer abwechselnd zum Oberkörpertraining und mit, also fügen es hinzu. Und ich kann noch nicht mehr sprechen. Also ich kann nicht reden bei dem Training. Ich habe 3 Kilo hergenommen. Ich werde geduldig weiterarbeiten. Einen Rückfall kann ich mir nicht mehr erlauben. Wie ihr vorhin gehört habt, habe ich 3 Wochen dafür warten müssen, um diese Bewegungen zu machen. Ich konnte nicht einmal Bettdecke über mich zuziehen, so sehr hat das wehgetan. Aber dazu muss man auch eine gesunde Einstellung schaffen. Ich bin so oft verletzt gewesen, nicht weil ich vieles falsch gemacht habe, sondern in 32 Jahren Bodybuilding bleiben die Verletzungen nicht aus. Nur das war wirklich unnötig. Aber man muss trotzdem positiv eingestellt sein, dass man diese Verletzung nicht als Hindernis sieht, sondern als Erfahrung, als Lernphase, um daraus das Beste zu machen. Und jetzt geht's. Mittlerweile kann ich 3 Kilo bewegen und ich schätze es. Ich bin dankbar, dass ich das machen kann, was ich gerade machen konnte. Also weil man verletzt ist, ist man nicht behindert, sondern man kämpft weiter. Und das tue ich. Jawohl. Wie die Sophie jetzt macht, sie hat erst einzeln abwechselnd gemacht. Und dann in den letzten Wiederholungen wieder doppelt. Das hat einen anderen Effekt und beschleunigt die Geschwindigkeit der Wiederholungszahl. Letzten gingen zum Beispiel beidarmig nicht, jetzt geht es sogar auch. Ich freue mich wie ein kleines Kind, um nächste Zeit wieder richtig trainieren zu können. Trainingsfortschritte um 200% hier. Genau. So Freunde, wir haben unser Schultertraining beendet. Wir haben 5 Übungen gemacht, jeweils 4 Sätze. Wiederholungszahlen haben wir schon mal erwähnt, 8 bis 12. Manche wollen ja auch das ganz genau wissen. Also ich habe gut gespürt, auch wenn ich leicht gemacht habe. Sophia hat volle poliere Pensum durchgezogen. Sehr gut, bloß weil ich jetzt gerade derzeit ein bisschen auf Diät bin und weil es jetzt so kalt geworden ist zur Zeit, deswegen auch der Pulli am Anfang. Ich komme irgendwie nicht mehr ins Schwitzen. Also echt krass, das tut richtig weh. Ich spüre den Muskel brutal, aber schwitzen tue ich, wenn dann beim Cardio, was wir übrigens auch sehr fleißig machen. Und zwar schmeißen wir uns danach meistens immer noch aufs Laufband oder aufs Radl und machen mindestens 30 Minuten Cardio im Anschluss. Also wenn wir sagen, wir haben intensiv trainiert, dann haben wir intensiv trainiert, auch wenn man nicht danach aussieht. Das muss man auch nicht jedes Mal. Hauptsache Muskel ist voll, nicht Kreislauf ist fertig. So sollte man auch vorgehen, wenn man verletzt ist. Nicht vielleicht gleich pessimistisch denken oder in Depressionen verfallen, sondern immer das Beste aus sich, von der Situation rausholen. Auch wenn ich mich nur 2-3 Kilo bewegt habe, das hat mir gut getan. Und was gut tut, fühlt sich auch gut an. Also ich habe wirklich gut gefühlt. In diesem Sinne, wir werden nächste Zeit mit der Sophia einiges nochmal drehen. Wir haben ja große Projekte und so viel zu tun, dass wir gerade mit YouTube ein bisschen auch überfordert sind. Aber genau. Ich denke, das kann man auch hier so offen kommunizieren. Wir sind ja eine Community. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Informationen gegeben. Ich denke, wir werden Training nicht neu erfinden. Wir haben mittlerweile so viele YouTuber, die super Informationen rausgeben. Und das war unsere Information, worauf man achten muss. Ohne jemandem nahe zu treten, wünschen wir euch das Beste im Training, aber auch im Privatleben. Passt auf eure Schulter auf und nicht schwer heben. Macht's gut. Euer Eschan und die Sophia. Bis bald.